Ja, meine lieben Freunde, das ist nun das 9. Spiel, was ich jetzt in Folge aufnehmen werde. Wir spielen zu Hause gegen Augsburg Panther. Aber Augsburg, genau. Augsburger. Augsburger, genau. So, die Einstellungen sind alle gleich geblieben. Ich habe nichts verändert. Warum habe ich jetzt 3-3-3? Ach so, bestimmt, weil Bobby im Tor steht. Preibisch und Olymp? 3 Wochen Gehirnerschütterung. Oha. Okay. Nun gut. Und bis gleich. Also Freunde, von der Torhüter-Statistik her müsste ja eigentlich Bobby Göpfert das mit Leichtigkeit gewinnen, oder? 13-9 Siege. Aber gegen Augsburg sahen wir eigentlich bis dato immer recht gut aus. Wow! Autsch, du Drecksack. Nein, wohin willst du? Oh. Oh, der hat den auf. Okay. Justin Bostrom wieder. Aber er konnte sich nicht behaupten. Nein. Schön. Und Colin Long. Icing. Augsburger. Oh, der war aber reichlich verzogen. Oh, Backe, wo ist er? Ja. So, meine 2-9. Ach, schade. Nicht gut. Gar nicht gut. Halt ihn. Oder so. Ah, Kreuzer, schade. Mist. Strafe.
Na, wenigstens kriege ich keine 5-Minuten-Strafe mehr, sondern nur noch 2 Minuten. Oder Double Mirror-Strafe. 2 plus 2. Für Bandencheck. Okay. Oh nein! Schön geblockt. Und jetzt ab nach vorne. Ach, schade. Oh, 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 schön. Nicky Mond. Ja, wohin denn? Ja, machen wir erstmal im Tor in Unterzahl, oder wie sehe ich das hier, hä? Haha, schön. Tor in Unterzahl, schalalalala. Oh, einer der neuen. Roy. Oh, der wurde abgefälscht. Okay. So kann es doch weitergehen. 1-0 DEG in Unterzahl. Oha. Hohohoho. So, die Unterzahl haben wir eigentlich perfekt überstanden. Wo sind meine ganzen Spieler? Ach Mist. Justin Bostrom. Ach, schade. So wird nehmen wir noch Icing. Nun gut. Hey, da glitscht er hier rum. Letzte Minute im ersten Drittel. Ach, schade. Und so ist man abseits. Rain Vader. 19 Tore, 15 Assists. Wie schaffen die das alle nur? So, erster Drittel vorbei, steht 1-0 für die DEG. Schönes Tor. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Nicht nachlassen, führt den Puck, um für Gefahr zu sorgen. Ja, sowieso. Die DG ist eh gefährlich, von daher würde ich mal sagen, auf geht's ins zweite Drittel. Oh.
Ich glaube aber nicht, dass ich das heute schaffen würde, alle Spiele aufzunehmen. Es sind dann... Ach, schade. Es wären dann doch ein paar zu viele. Oh ja. Nach da hinten. Ha, 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 ha. Ach, schöner Pass. Oh. Alter. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, oder? Ah, schade. Aber viele, viele, viele Chancen. Eine viel zu hohe Chancenverwertung haben wir. Was nicht gut ist. Nun gut, wir haben den Puck, was machen wir damit? Alter, du Drecksack! Da sollte der Pass, Mann. Zwar nicht hingehen, aber 2-0. Ich glaube, Martinsen mal wieder. Jo, Andreas Martinsen, 8. Tor. Freunde, ich habe nichts, aber auch rein gar nichts an den Einstellungen verändert. Es ist nach wie vor All-Star und Hardcore-Simulation. Weil ich mache mir selber persönlich nicht den Spielspaß kaputt. Wow. Da war ich jetzt gerade selber überrascht, dass er da hinging. Oh, 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 das könnte eine 5-Minuten-Strafe nach sich ziehen. Oh, 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 oh. Nicht gut, gar nicht gut. Nee, doch nur 2 Minuten. Gott sei Dank. Dominik Daxelberger, 2 Minuten für Bandencheck. Mal gucken, ob wir wieder ein Unterzahltor hinkriegen. No! Ja, komm! Ach, Mann. Fünf Minuten, 19 Sekunden noch im zweiten Drittel, die DEG führt. 2-0. Und im Moment macht die, Bobby seine Sache ja richtig gut. Den hat auch schon manche Torhüter durchgelassen, mein lieber Schwan. Fans
massive save on the big one. I don't think we're going to see a bigger save than that the rest of the night. Nun gut. Augsburger's got a defensive zone win. Power play unit has to recoil and try yet again. Nicht mit mir, lieber Augsburger. Oh, der war auch nicht ungefährlich. Nein! Scheibenkleister, 2-1. Egal. Ich hätte gerade leicht die Orientierung verloren. Nun gut, 2-1. Egal, wir haben noch 4 Minuten im zweiten Drittel. Icing. Justin Bostrom, 32 Spiele, 12 Tore, 9 Assists. Ach, nicht schon wieder. Oh, da ist die 5-Minuten-Strafe. Scheibenkleister. Nein! Scheibenkleister. Oh, 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 das könnte jetzt böse enden. Oh! Da hat der Pfosten gerettet. Da hat Gott sei Dank der Pfosten gerettet. Ey, so ein Vollpfosten, ey. Vier Minuten 23 noch in Unterzahl. Da sollte der zwar jetzt nicht hingehen, aber ey. Egal. Ah! Ah, nee, 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 nee. Okay, okay, jetzt langsam wird's kritisch. Ja! Puh. Zweite Drittel vorbei, es steht 2-1. Noch für die DEG. Nun gut, nicht nachlassen, ja, ich weiß. Nun gut. Und auf geht's ins letzte und entscheidende Dritte. Drei Minuten zehn noch in Unterzahl.
Kann Augsburg nochmal rankommen? Ich glaube, die Antwort ist ja! Scheibenkleister! Nein, 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 nein! Herzlichen Glückwunsch. Was? Wofür denn jetzt? Für Behinderung. Ey, Schiri, du bist behindert. Hä? Habt ihr da jetzt gerade irgendeine... Hä? Ah, schade. Oh, huhu. Okay, ab nach hinten, ab nach hinten, ab nach hinten. Mist. Schön. Einfach mal so eben einen mitgeben. Schön. Schön, Bobby. Okay, Martinsen. Ah, er war ja auch laff geschossen, war der. Schöner Pass! Ja! Schön! In Unterzahl, das zweite Tor. Aber schön herausgespielt. Sehr, sehr schön. 3-1. So gefällt mir das. Und die DG wieder im Angriff. Nein, Puck verloren. Demut. Ah, schade. Icing. Im Moment sieht ja alles danach aus, als wenn wir dem nächsten Sieg entgegenfahren. Das wäre dann der dritte Sieg in Folge. Nach 6 Niederlagen in Folge. Und ganz ehrlich, ich bin darüber zufrieden. Könnt ihr euch mal entscheiden? Oh, schöner Pass. Ach, schade. Das alleine müsste schon 2 Minuten gehen, wegen Angriff von hinten.
10 Minuten, 18 Sekunden verbleiben noch im letzten Drittel. So, und wieder im Angriffsdrittel. Ach, schade. Leicht verzogen. Das war jetzt aber anders geplant. Schön. Ist aber herausgespielt. Könnt ihr auch mal wieder den Puck bekommen? Das wäre echt nice. Ah, Mann! Oh, tut dir dein Nacken weh? Naja, bei dem Check kann ich das nachvollziehen. Und Justin Bostrom wieder. Schade. Oh, wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Nein, nein! Bobby, behalt die Nerven! Jawoll! 4-1 hier! Kreuze hier! Neuntes Tor! Ach, sehr schön. Das ist das dritte Spiel in Folge. Nein. What? What? 4-2. Naja, egal. Trotzdem werden wir das Spiel wohl gewinnen. Und schon wieder holen die den Torhüter raus. Jawohl! 4-2 gewonnen! Und ganz ehrlich gesagt, was hatte ich denn jetzt eigentlich mit dem Wort und ganz ehrlich gesagt? Egal, weiß ich nicht. Ich find's geil. Ja.
So, die Three Stars. Derek Roy, 2 Tore, 0 Assists. Daniel Kreuzer, 1 Tor, 1 Assist. Und Ian Wade, 0 Tore, 2 Assists. Schönes Ding. In jedem Drittel mindestens ein Tor geschossen. Freunde, ich bin gespannt auf die Tabelle. Und zwar richtig gespannt. Ich bin jetzt, glaube ich, schon den ganzen Tag NHL am Aufnehmen. Den ganzen Tag. Und das nächste Spiel ist wieder gegen Mannheim. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Aber egal, schauen wir mal. So, Mannheim Erster. 73 Punkten. Alter Schwede. Ingolstadt Zweiter, München Dritter, Krefeld Vierter, Köln Fünfter, Schwenningen Sechster. Oh, wir sind mittlerweile Platz 7. 3 Punkte Rückstand auf Schwenningen. Nürnberg 8. Wolfsburg 9. Hamburg 10. Augsburg 11. Berlin 12. Iserlohn 13. Und nach wie vor Straubing, unser Schlusslicht der Liga. Straubing. Mit 5 Punkten Rückstand auf Iserlohn. So, wir haben immer noch Freitag. Deswegen wünsche ich euch nach wie vor einen schönen Freitag. Ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.